Ach Mann, Alter, wieder mal, wie man das auch sagt. Dankeschön. Wenn du halt. Alter, die Kühe. Wenn du eine. Wenn du eine Hol. Ja, Zombie. Kannst du mal. Ja gut, also dass das Ding Verzierung braucht, ist ja ohne Frage so. Jetzt, also wenn du das, wenn du einen großen Holzanteil machen willst, dann würde ich das kleiner bauen und feiner so. Aber wir können schon. Ja, dann kommst du halt nicht mehr auf der anderen Seite so zu würde. Brauchst du halt einfach nur einen Turm so. Dann, ja, das würde ich so nicht unbedingt sagen, aber du kommst halt nicht oben auf der anderen Seite raus. Alter, geht mir doch mal nicht auf die Klöten hier! Kommt gleich Was noch denn einer. nochmal? Der ist schon zügig auf dem Weg. Er ist genau, wo er hin will. Da kommt noch einer. Rechts. Also wenn ihr uns jetzt ins Von Bett dir. wollt, ich muss sowieso gerade zurück. Ja. Ah, erstmal ins Bett. Ja, wo gehen wir denn hin? Gehen wir bei Ich Tokio eier rein zu oder was? Tobias. Du warte auf Genau, wenn dann so etwas mich. anfängt zu brennen, what the fuck? Aber dich näher als aus dem Auto. Aber es Ja, geht das geht wahrscheinlich auch von selbst schon auch aus, okay. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Jetzt muss ich doch durch dein gepultes Zeug durchlaufen. Ah, easy. Das hat eine mächtige Iron Armor an. Kann nichts passieren. Bunny Hop. Ich habe mir die Truhe aufgemacht, anstatt mich ins Bett zu legen. Auch nicht unbedingt das, was ich wollte. Könnte heute schon mal noch ein bisschen Kobbel in. Wobei. Aber das können wir mal sowieso mal machen. Ist natürlich die Frage, wie wir das alles machen und wie wir das verbinden. Da steht auf jeden Fall schon mal noch ein Creeper rum. Die Pfeile, nein. Lieber. Das ist ein Creeper. Dass du nicht Creeper auch töten kannst, ne? Geht Ja, auch aber mit es Eisenschwert. ist risky. Naja, geht so. Ich muss mich Wollte ich anstrengen nicht. dafür. Wollte ich nicht ganz dämlich anstellen, so. Weißt aber doch, wo ich gut drin bin. Weil so wird es halt schon ein relativ mächtiges Teil. Dann müssen wir die, sollten wir die, ich sag mal, die Qualität beziehungsweise den Wird halt auch den Wohlstand des Übergang hier. Dorfes vielleicht auch ein bisschen, Den Übergang würde ich halt nicht als Teil des Dorfes so ansehen, sondern mehr als Übergang über den Fluss, so. Halt. Okay. Deswegen meinte ich auch eben schon, dass ich das halt auch ganz gut was absetzen kann, ne? Und dann das Dorf dann. Würdest du das dann eher was reinziehen hier in die Richtung oder eher in. Also würdest du das eher nach Norden ein bisschen reinziehen oder eher nach Westen? Wahrscheinlich dann nach Norden, ne? Ja, ein bisschen nach Norden.
Gut, ich meine, wir können das ja auch. Wir können das ja theoretisch auch hier auf diese Ecke hier draufsetzen. Wird auch, ja. Okay, dann hast du schon eine Idee, was die Brücke dann für einen Zweck erfüllt, quasi, sag ich mal? Also erstmal, dass man da rüberkommt, so, ne? Da. Ahnung. Ich weiß ja eigentlich, was man halt da noch dahinter bauen kann. Das ist halt jetzt nicht um 95 Ecken gedacht, so, aber wenn du halt jedes Bauprojekt noch machen möchtest, weil du um 95 Ecken vorher gedacht hast, dann überlegst du mehr, als das so spielst. Ne, aber können wir zum Beispiel sagen, machen wir da oben, da wo dieses komische Ding sie gebildet da ist, setzen wir noch einen dicken Turm auf den Berg. So, mal sehen. Kannst du ja machen. Dann kann ich mir das zumindest schon besser vorstellen, alles, wie es am Ende theoretisch wirkt. So, weißt du? Ja. So, sag ja nicht, dass das nicht passieren kann. Oder? Ich guck mir das mal an. So. Och, come on, Alter. Oh, jetzt kann ich nicht mehr hoch, oder was? Ich habe auf jeden Fall schon eine Idee. Hier ist ja schon mal gut. Mein erster Schritt. Weil dann kann es auch sein, dass ich dann jetzt damit erstmal anfange. Ja, mach das. Denn wenn zwei Leute an einem Projekt arbeiten, endet es meistens damit, dass sie beide nicht dieselbe Vorstellung haben. Ja, Chaos. Chaos. Alter, diese Blumen, ne? Gut, dann müsste man das hier natürlich noch ein bisschen umbauen. Aber an sich ist das eine ganz nette Idee. Ich brauche mehr Erde. Ah, Toki ist ja draußen noch rumlaufen. Toki ist nicht richtig krank oder so? Baby. Was machst du da? Ich bin überlegen, ob ich hier mal so einen kleinen Grundriss baue, was ich drin bauen will. Gibt es was habe ich für Möglichkeiten für einen weißen Turm? Einen weißen Turm? Ja. Weiße Wolle, du hast Mama, theoretisch. Wie sieht Mama ist das, was man auch aus Dingens macht, ne? Und ich kann dir Mama mitbringen. Also einen Block, dann kannst du das angucken. Weil ich werde dann wahrscheinlich sowieso hier hinten. Ja, das ist Quarz, das ist gar nicht Mama. Oder Quarz. Aber Mama ja. Gibt's doch auch, oder? Ich glaube nicht. Sonst muss ich kurz gleich mal die Aufnahme pausieren und das Wiki befragen. Ja gut, weiße Wolle geht halt auch immer, ne? Ja, klar. Aber das Stein ist halt schon schöner. Ist nur gerade? In der Regel. Ja, ich dachte, ich komme mal zu dir, damit du nicht da oben auch auf irgendeinen Berg kraxeln musst. Nur mir zu zeigen, wie das aussieht. Ja. Hast du einen dabei oder mehr als einen? Ja, einen. Ja, das ist aber schon ganz gut eigentlich. Ja, also du kannst da glaube ich auch noch Säulen draus machen oder so. Oder vielleicht auch noch andere Arten von Steinen, ich weiß es nicht genau. Okay.
Okay. Weil meine Idee wäre jetzt, da hinten auf diesen, siehst du dieses Nöppelchen, was da in die Luft ragt? Ja, diesen Herzennöppel, ja. Dass ich das ein bisschen ausbaue. Mhm. AKA, ich will den Sockel, also den Übergang von dem Berg. Übrigens, da ist noch eine Schlucht dazwischen, ne? Hinter dem Berg, auf den wir jetzt quasi hier gucken, der quasi direkt an einem Ufer ist, und dem Ding da hinten ist noch eine Schlucht. Also da müsste man dann eventuell noch eine kleine Brücke drüber bauen. Ja. Und dann will ich da oben die Plattform noch ein bisschen größer machen und auch die Bindung zu dem Berg ein bisschen, damit es nicht ganz so unrealistisch aussieht. Und dann auf diesen Vorsprung einen großen, hohen, weißen Turm bauen. Mhm. So eine Art weißen Magierturm. So, weißt du, der strahlende weiße Turm. Gucken, wie ich das mache. Ich will mal nicht deine Steine klauen, sammle die mal schnell wieder ein. Okay, das ist Quarz. Den macht man aus Nederquarz, nehme ich an, ja? Ja, bist du noch, wann haben wir ja schon? Okay, dann pausiere ich nochmal kurz die Aufnahme und durchforste mal gerade das Wiki, ob ich da noch was finde, was ich noch alternativ ausprobieren kann. Bis gleich. Das ist durchgeplant, er hat gerade seinen ganzen Plan schon offenbart, ja. Ich habe eigentlich nur gesagt, dass ich jetzt anfange mit Terraform. Ja, ist ein ganzer Plan offenbart. Alles. Und... Oh, was ich mir noch nicht überlegt habe. Sozusagen, mache ich das Plateau dann aus Erde oder aus Stein? Plateau nach oben, oder was? Ja. Gute Frage. Warum habe ich denn immer so viele Kappes-Items im Inventar? Kappes ist übrigens ein super Wort. Wie man sagt. Stimmt. Ja. Öffne das nochmal mit diesem Andesit und so. Andesite. Könnte man da nicht auf irgendwie noch mal einen Block draus machen, oder? Ja, polish. Lästig. Die sind immer größtenteils ja, in die Scheiße. Ne, aus dem Polish noch irgendwie, oder nicht? Das weiß ich nicht. Ja, noch nicht. Oh. Es geht, das mit dem hässlich. Über was willst du sagen? Dreck oder Erde? Dreck oder Erde? Dreck oder Stein? Ja, aber dann, also dann normaler Stein, oder? Ja, dann müsste ich den halt nochmal wieder brennen, ne? Ja. Ja. Also Dreck oder Naturstein ist im Prinzip die Frage. Hm. Würde vielleicht dann mich draus machen. Achso? So. Irgendwie. Hier unten so einen gewissen Anteil, Erde hast. Stein hast und dann oben Erde und. Darf ich das mal brennen? Ich mach die Grundkonstruktion jetzt erstmal aus Erde. Nachgucken. Hier brennt es wieder bei dir. Alter, das macht sogar Damage. Was soll das? Ja, komm, das geht auch irgendwie automatisch aus. Ich hab keine Ahnung, was das für ein Scheiß ist. Natürlich. Ich keine Ahnung. Irgendwie strange auf jeden Fall. Ein kleines bisschen, ja.